Heute einen besonderen Gruß an all die Leute, die der Mühe entbehren, auch in der Kommunikation mit unseren neuen Medien, den sogenannten Devices, alles in einer Form zu schreiben, klein, ohne Satzzeichen. Satzzeichen können Leben und Ansehen retten. Ein Beispiel ist, ich mag meine Freunde kochen und meinen Hund auch. So kommt das schon mal an, alles klein geschrieben, ohne Komma. Wenn man Komma einfügt und das Ganze dann auch noch eben sprachlich umzusetzen weiß, dann sagt man, ich mag meine Freunde kochen und meinen Hund auch. Jawohl, genug der Klugscheißerei. Jetzt kommt wieder Lukas das drauf. Hier könnte ich drauf, wo war ich denn? Ah, da. Wir haben unseren Spaß darauf gehabt und Meister Martin Frottier, der ist ein guter Kerl, vermochte auch nicht ernst dabei zu bleiben. Seine Narrenmaske herunterreißend sagte er, er habe keine Lust, die Zielscheibe für unser Gespött abzugeben und er glaube an solcherlei Hirngespinste mitnichten. Fürwahr, aber er starb daran. Wohl ist nicht zu leugnen, dass Meister Etienne Loiseau, der an seine Maske glaubte und gar damit zu Bette ging, gleichermaßen gestorben ist. Und dem Übel entronnen ist nur Meister Philibert Devaux. Der gab zwar seine Nasenmaske nicht auf, wohl aber seinen Posten. Aber ich überspringe den Hauptteil und ende meine Historie, ehe ich recht angefangen. Wohlan beginnen wir zum andern Mal, mein Sohn, und packen wir den Stier recht bei den Hörnern. Diesmal hältst du ihn. Nun denn, wir spielten wahre Richard Löwenherze. Wir glaubten gar fest daran, die Pest werde uns nicht die Ehre ihres Besuches erweisen. Man sagte, sie hätte eine feine Nase und der Geruch unseres Lohgerbereien, jedermann weiß, dass da nichts gesünder ist, störe sie. Als wir sie letzte Mal im Lande hatten, das war anno 1580, ich war damals 14 Jahre, so gerade so alt wie ein alter Ochse, hatte sie nur gerade die Nase durch unsere Tür gesteckt und nachdem sie ein wenig herumgeschnüffelt hatte, hatte sie sich aus dem Staub gemacht. Das war der Zeit, als die Leute von Châtel-Saint-Ouen, wir haben sie derweil genugsam oft darauf verlacht, ihren Schutzpatron, den heiligen Potentianus, dem sie zürnten, maßen sie schlecht geschürzt hatte, herauszusetzen und versuchsweise einen anderen Namen, dann noch einen anderen und wieder einen anderen. Siebenmal wechselten sie und erwähnten nacheinander Savianamius, Pellegrinus, Philibertus und Hilarius. Und da sie letztlich hier nicht mehr wussten, welchem Heiligen sie sich geloben sollten, gelobten sie sich, die verteufelten Burschen, einer heiligen und Namen anstelle des Potentianus die Potentia. Voll Lachen erinnerten wir uns dieser Geschichte, wir braven Burschen, Aufschneider und überlegenen Gesellen, die wir waren. Dieweil wir zeigen wollten, dass uns derlei Aberglauben ebenso wenig kümmerte, denn der Ärzte und Stadtväter, gingen wir tapfer bis an die Chaste Lothor und beredeten uns über den Graben hinweg mit jenen, so am anderen Ufer gestrandet waren. Aus Prahlerei fanden etliche von uns sogar Mittel und Wege herauszuschlüpfen und in einem nahen Wirtshaus einen Schoppen mit denen zu trinken, so das Tor des Paradieses vor der Nase zugeworfen worden war. Ja, sogar mit einem der Schutzengel, die es bewachen sollten, denn die nahmen ihr Amt keineswegs ernst. Ich tat gleich wie die anderen, sollte ich sie etwa sich selbst überlassen? Hätte ich's bei meinem Barte mit anzusehen vermocht, dass andere sich ohne mich verlustieren, amüsierten und sich an frischen Neuigkeiten und jungem Wein gütlich täten? Ich wäre vor Neid geplatzt. Dieweil ich obendrein einen alten Pächter, den ich gut kannte, nämlich den alten Grattepin, aus Merville-le-Château draußen gewahrte, ging ich hinaus. Wir täten einander Bescheid. Das war ein rechter Spaßvogel, rund, rötig und vierschrötig. Der glänzte in der Sonne vor Schweiß und Gesundheit, gleich einer Speckschwarte. Er spielte noch mehr den Übermütigen, denn ich selbst, spottete der Krankheit und meinete, solche wäre eine Erfindung der Ärzte.
die, so daran glaubten, seien armselige Gesellen und stürbten sie, sei es nicht an der Krankheit, sondern an der Furcht. Er sagte zu mir, ich gebe dir diese meine Verordnung zum Geschenk. Halte deine Füße warm, halte immer leer den Darm, musst dem Gretel auch entsagen und kein Übel wird dich plagen. Wir verbrachten eine gute Stunde damit, einander die Nase zu blasen. Er hatte die Gewohnheit, einem beim Sprechen ständig die Hand zu tätscheln und auf das Bein oder den Arm zu klopfen. Ich dachte mir derzeit nichts weiter dabei, wohl aber am kommenden Morgen. Das erste Wort, so mein Lehrbub am kommenden Morgen zu mir sagte, war: Habt ihr schon gehört, Meister? Vater Gratepin ist tot. Darauf war es mir mitnichten stolz zumute. Es lief mir kalt über den Rücken. Ich sagte mir, nun kannst du deine Stiefel schmieren, armer alter Junge. Deine Geschichte ist am Ende und es wird nimmer lange dauern. Ich gehe an meinem Werktisch. Ich will keine Grillen fangen und beginnen herumzubasteln. Aber ihr könntet mir glauben, der Kopf stund mir nicht danach. Ich dachte bei mir, du alter Ochse, das wird dich lehren, den Spottlustigen zu spielen. Aber wir in Burgund sind nicht dergestalt, dass wir uns den Geist darauf erhitzen, was wir vorgestrigen Tags hätten tun sollen. Wir leben dem Heut. Potz heiliger Martin, so soll's auch bleiben. Es gilt, sich zu verteidigen. Bis daher hat der Feind mich nicht am Kragen. Eine kleine Weile gedachte ich, bei der Bude von Saint Cosmos, bei den Ärzten, ihr versteht mich wohl, Rat zu erbitten. Aber ich hütete mich weislich und tat nichts dergleichen. Ungeachtet aller Sorge hatte ich genugsam Verstand von Hause mitgebracht, mir zu sagen, die Ärzte, mein Sohn, wissen mitnichten mehr denn wir selbsten. Sie leeren dir nur den Säckel und obendrein stecken sie dich noch in den Pestspital, allwo du nichts anderes vermagst, als gänzlich zu verseuchen. Hüte dich wohl, ihnen das Mindeste zu verraten, oder du bist gar närrisch. Sterben, so es sein muss, werden wir leichtlich ohne sie. Und bei Gott, also steht es geschrieben, ungeachtet aller Ärzte werden wir bis an unser selig Ende leben. Ich hätte gut mich beschwatzen und Bruder lustig spielen. Ich merkete, in meinem Magen begann ein Rumoren. Ich befühlte mich hier, ich befühlte mich da und da. Potzdonner, diesmal ist sie wahrlich. Das Übelste war, all wie die Essenszeit ist gekommen, sah sich vor einem schönen Gericht fetter roter Bohnen, in Wein gekocht, samt Speckscheiben und fand mitnichten den Mut, noch heute kommen mir die Tränen, so ich daran denke, meine Kauwerkzeuge in Bewegung zu setzen. Voll Gram dachte ich, wahrlich, mit mir ist's aus, die Esslust ist gegangen, solches ist der Anfang vom Ende. Wohlan, so wollen wir wenigstens unsere Angelegenheiten in fürsorgliche Ordnung bringen, dafern ich mich allhie zum Sterben hinlege. So werden die vermaledeiten Schöffen mein Haus verbrennen lassen. Vorgebend, andere vermöchten, dummes Geschwätz, sich dorten die Pest zu holen. Ein schier neues Haus. Gar verderbt oder gar dumm muss die Welt sein. Ehe solches geschehe, will ich lieber auf dem Misthaufen verrecken. Ich werde sie fein nass führen. Verlieren wir keine Zeit. Ich stehe auf, kleide mich in meinen ältesten Rock. Ich nehme 3 oder 4 gute Bücher, etliche schöne Sprüche, saftige gallische Erzählungen, römische Denksprüche, die goldenen Worte Catos, Dessert von Boucher und den neuen Plutarch von Gilles Corrozet. Ich stecke sie samt einer Kerze in einem gewichtigen Stück Brot in die Tasche. Ich gebe dem Gesellen den Laufpass. Ich schließe meine Wohnung und begebe mich tapfer in meine kleine Weinberghütte. Die liegt außerhalb der Stadt, hinter den letzten Häusern am Wege nach Beaumont. Der Unterschlupf dorten ist nicht groß. Ein windiges Häuslein, eine Gerätekammer, da werden Werkzeuge aufbewahrt. Ein alter Strohsack und ein durchgesessener Stuhl. Muss dieses verbrennet werden, da ist nicht groß Schaden. Ich war kaum angekommen, da begann ich mit dem Schnabel zu klappern, gleich wie ein Rabe. Das Fieber brannte in mir, es stach in mir meine Seiten. Und ich fühlte den Magen sich um und um wenden, als hätte man ihn verdreht.
Je nun, was tat ich, ihr lieben Leute? Was werde ich euch berichten? Welch heldische Taten, mit welch heroischen Trutze zog ich, dem Exempel, dem großen Herrn in Rom folgend, wieder das feindliche Schicksal und das Bauchweh? Ihr guten Leute, ich war allein, niemand sah mich, vermeinet ihr wahrlich, da machet ich viel Aufhebens, den leeren Wänden einen römischen Regulus fürzuspielen? Ich warf mich auf den Strohsack, um dann überaus zu brüllen. Habt ihr nichts davon vernommen? Ich hatte eine gar starke Stimme, sie hätte gewisslich kommen können bis zum Baum von Sombert schallen. Das geht da ab.